Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. ShortyKeeper hier mit einem weiteren Part von Happy Wheels. Wir schauen uns heute folgende Levels an. Und zwar habe ich hier ein paar bekommen von euch. Ich glaube, ab hier habe ich das letzte Mal aufgehört. Das war wirklich Sparkle Arts, eine Person, die sich auf YouTube Sparkle Arts nennt. Das von SAFFW12 ist hier wieder aufgetaucht. Ich finde dich auch cool. So. Aber ich beginne trotzdem dann hier mit Fette Ladies und gehe dann weiter rauf. Und dann habe ich noch ein zweites gefunden. Und zwar, wenn man mich einfach so eingibt, gibt es ja auch noch zwei Levels. Eines sogar, was 5 Sterne hat, das wundert mich. Ein Vote, ja, okay. Versuch's einfach. Erstes Level, falls es nicht klappt, sorry. Macht nichts. Okay. Dann werde ich aber trotzdem erst mit dem beginnen, wie ich vorhabe. Es freut mich wirklich sehr, dass so viele Leute schon was für mich gemacht haben. Und wir beginnen einfach mal mit Fette Ladies. Deswegen fangen wir auch mit der Fette Lady an. Aber da unten ist was Tolles vielleicht. Und ich bin tot. Und wir fahren einfach so weiter. Ich schau mal. Nein, tun wir nicht. Da unten ist was Tolles. Ich muss hin. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Ich muss da Gottverdammt nochmal hin. Ja, es ist was Tolles. Ist das Ziel. Wieso sind da unten Bomben? Okay, das ist ein bisschen seltsam gewesen. Wir machen es einfach nochmal. Ja, fette Ladies, ja! Autsch. Okay, das ist mies gemacht am Anfang hier. Aber wir haben fette Ladies. Die Armee der fetten Ladies. Ich bringe euch um! Okay, sie wollten mich umbringen. Die Soda geht vor. Die Soda geht vor, habe ich gesagt. Ach Gott. Au, ich bin nicht tot. Ich fahre einfach weiter. Ganz langsam, aber da unten ist das Ziel, vertrau mir. Ich weiß, wo das Ziel ist, weißt du? Es ist da hinten nämlich. Aber weißt du, was ich noch mache in solchen Situationen? Ich mache das hier! Ja! Toll, aber nichts. Wir müssten mir wirklich das Ziel so weit wie möglich weg verstecken. Aber okay, ich vertraue dir einfach mal und dann weiß ich, dass ich dir nie wieder vertrauen soll. Das sehe ich jetzt schon kommen. Dass ich dir jetzt nicht mehr. Da unten ist eine Harpune, ich vertraue dir jetzt schon nicht. Ich mach den hier. Ja, da unten ist wirklich das Ziel. Komm, halt die fest. Oh, sie hat sich festgehalten, ist dann aber gestorben davon. Okay, da unten ist wirklich das Ziel. Mach ich einfach den derbsten Feldsprung einfach. Und sie stirbt schon wieder auf dieselbe Art und Weise wie vorhin. Okay, dann machen wir den Feldsprung woanders. Und zwar nachdem ich da auf die fetten Ladies draufgesprungen bin. Diese Armee der fetten Ladies. So, Feldsprung. Komm, komm. Wow, wow. Okay, gut. Gut. Gutes Level immerhin. Aber eins möchte ich noch nachschauen. Eins möchte ich wirklich noch nachschauen. Was war da anders? Der andere Weg. Wahrscheinlich eben nur die eine Harpune hier. Ja, fette Ladies. Wieso habe ich immer zwei? Egal. Okay, jetzt sind die weg. Und was haben wir hier? Ich komm da raus! Was steht da? Ihm ist sinnlos. Also. Also. Oh Gott, nein, mach das nicht. Aber sie kann das wirklich perfekt. Sie kann das wirklich perfekt. Okay, lassen wir es. Sein Leben ist sinnlos, also kriegt er einen Stachel in den Arsch. Gut, hat mich sehr gefreut, dieses Level. Und dann machen wir einfach mal das von SAFFW. Und ja, wir machen es wieder mit der fetten Lady. Ihr mögt ihr die fetten. Nein, schaut die einfach nur an. Okay. Was nein? Das würde ich einfach gerne wissen. So, nein! Oh Gott, dieser Sprung. So, okay. Gas also. Wow, was ist mit dem passiert? Wieso, ich meine, also, da ist eine Harpune. Was ist mit dem da oben passiert? Oh, voll in den A. Oh, sie hat's wieder rausgenommen. Ist tapfer. Was? Ich habe gedacht, da oben ist Glas und das passiert nicht. Aber ich stecke einfach in der Luft mit ein paar Pfeilen.
Wow! Ich glaube, diese blauen Ebenen waren einfach nur Schutzzonen sozusagen. Na gut, dann machen wir es einfach auch mit Ja-Modus und nicht mit Nein-Modus. Der Nein-Modus ist zu schwach. Machen den Ja-Modus! Ach, wie sie herumspringt, ey. Okay, mal probier's noch mit ihr, dann werde ich mir mal einen kurzen Cut vornehmen und wahrscheinlich auch gleich wechseln. Weil ich habe das Gefühl, dass das ist toll. Das ist toll. Das ist sehr toll. Wir fahren einfach rückwärts und töten uns gegenseitig. Okay. Okay, wie komme ich da jetzt weiter, wenn das Ding da im Weg? Wow. Wow! Kurzer Cut. So, und dann werde ich mir einfach mal jemand anders aussuchen. Ich habe jetzt einfach irgendwie genommen. Ich habe wirklich nicht geschaut. Ich habe jetzt gerade auf die Tastatur geschaut, während ich das gemacht habe. Wir nehmen einfach Segway Guy. Ist eine gute Idee. Komm, Segway Guy. Komm, Segway Guy. Oh. Beine anziehen und. Okay, das war der Igel in den Arschmodus. Ihr müsst es nicht immer übertreiben mit den ganzen Pfeilen. Muss ich nur das so sagen. Das ist ein bisschen. Wow! 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 Okay, das schaffe ich scheinbar auch nicht mit ihm. Dann nehmen wir einfach ganz unfair den Santa. Nein, schaut, einfach nein. Doch, ich nehme den Santa. Doch, ich nehme Santa Claus. Du kannst nichts dagegen tun. Denn ich habe zwei Jungen. Und diese zwei werden mich retten. Sie werden einfach alles auf sich nehmen und. Aua. Ich glaube, ja, ich bin tot. Das ist, glaube ich, einfach so fies gemacht. Das Hauptproblem dürfte nämlich sein, dass die Pfeile feststecken bleiben in diesen blauen Gebieten. Und wenn ich dann versuche, dorthin zu laufen, dann baggen sich die Pfeile so in den Kopf rein, in den Körper des Charakters, den ich habe. Und der ist automatisch tot dann. Das ist das Problem, glaube ich. Also mache ich einfach den hier. Und schnapp mir. Komm, ich wollte das Stück Glas noch nehmen. Dann mache ich auch das hier. So, jetzt bin ich stolz. Okay. Jetzt geht's los! Noch einen Cheat! Den Cheat! Den Cheat! Wow! Okay, der. Au! Kacke. Pell.de. Okay, da hat irgendwer einen Enrico-Witz gemacht. Okay, schauen wir mal. Au, das habe ich erwartet. Das, was du gewünscht, du hast im Schwert. Okay, da kommt nochmal der Stuhl. Okay, soll mir recht sein. Ich schaffe das Level. Ich mach das mit Super Cheat-Modus einfach. Ich schaffe das mit dem Cheat-Modus. Was? Wo habe ich den Kopf verloren, bitte? Das war, glaube ich, gerade. Fat Jump! Doppelpunkt D. Okay. Sessel hat's geschafft. Oh, mein Körper auch aus irgendwelchen Gründen. Gut, ich habe keinen Fat Jump gemacht, es tut mir leid. Aber der tote Körper hat's geschafft. Mehr möchte ich mir da jetzt nicht anmuten, nochmal für den Moment. Schauen wir mal, vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Es hat mir sehr gefallen, mach ruhig weiter, es freut mich wirklich sehr. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, wieso rate ich eure Levels nicht, das mache ich aus Absicht nicht, das mache ich nur bei Levels, die nicht von euch gemacht werden. Beziehungsweise in Zukunft, wenn es wirklich viele sind, dann werde ich auch die raten, natürlich. Aber im Moment habe ich noch nicht wirklich Lust, eure auch noch zusätzlich zu raten, also so, oh, 5 Sterne oder so. Schaut, die hat 5 Sterne geratet, oh, toll. Okay. Ist egal. Kommt noch nicht. Eine kleine Gesch Lebensgeschichte für den Shorty Cuber. Schauen wir uns das an. Das ist die Geschichte. Oh Gott, da steht Shorty in ganz seltsamer Schrift. Willkommen bei meiner ersten Map. Dies ist nur eine Art Comic, um mich in den Editor einzufinden. Kritik erwünscht. Wunderschön, Shorty Cuber. Er hat mir die fette Lady direkt gegeben, kann das sein? Habe ich das jetzt nicht. Ja, er hat mir direkt die fette Lady gegeben. Dann mache ich das hier! Es steht für Shorty! Yeah! Wow! 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 Okay, gut.
Das war sinnfrei. Ich glaub nicht einmal, dass er das von mir wollte, dass ich das mache. Es war mal eine sehr fette Frau. Cool. Hey, er arbeitet wirklich mit coolen Dingen, ey. Das war meine sehr fette Frau. Eines Tages wollte diese Frau abnehmen und nimmt sich eine Ananas. Toll. Sie wollte abnehmen, also hat sie die Ananas genommen. Also versuchte sie alle Möglichkeiten. Kacken, Fußball spielen, abdancen. Also das Abdancen schaut cool aus. So, yeah, abdancen, abdancen, abdancen. Und die Melone an der Kette hängen. Hä? Okay. Einiges war komisch. Fettsprung. Mann. Und anderes auch. Pfeil in den Arsch, tritt aus. Also starb sie einfach so. Und wieso springt sie von der Toilette einfach so in die Stacheln? Und wurde gegessen. Also da springt mein Baguette mal 360 aus dem Ding. Ende. Ja, werde demnächst an anderen Maps setzen. Also normal in Richtung Fokus weiter. Das ist ein schwieriger Fettsprung. Würde ich sagen. Hier gern. Eventuell in Next Maps. Crypto 513. Also wirklich. Ich muss dann jetzt nochmal extra zurück, um euch das ist. Also wirklich. Wirklich. Diese Idee hier, diese Darstellung. Wow. Jetzt stirb. Stirb! Stirb am Fettsprung! Aber ernsthaft, diese Darstellung, die ist göttlich. Die ist einfach göttlich. Okay, ich springe hier absichtlich jetzt einmal so raus, dass ich sterbe. Ich mache das nochmal und fahre da jetzt einmal schnell durch. Ich habe nämlich gesehen, zum Schluss war da noch was. Abkackmodus. Und die Idee ist richtig cool. Man sieht nämlich nicht direkt, was da ist, und durch das Drüberfahren ist richtig cool. Das kenne ich noch gar nicht. Okay, interessant. Gut, dann machen wir. Du willst also den Benchbook-Macher. Und ich mache ihn auch. Ich mache ihn! Ja! Oh Gott. Richtig geile Idee. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut. Gut, dann mache ich noch einmal einen kurzen Cut und dann schauen wir uns noch die letzten zwei an. Also bis gleich. Also ihr seht, ach, wieso bis gleich? Mann, das ist nur ein kurzer Cut, Shorty. Dann beeilen wir uns. Die Zeit wird knapp. Schauen wir uns einmal jetzt schnell an, wie das hier ausschaut mit den anderen zwei Levels. Und zwar werden wir einfach mal beginnen hier mit einfach Dark. Darks Level. Er hat nämlich heute das gerade fertig gemacht, scheint so. Ich habe auch kurz reingeschaut, weil er hat mir direkt den Link geschickt und nicht wirklich das Level selber. Und es laggt hier schon am Anfang relativ stark und ich kann kaum fahren. Komm, dann machen wir das hier. Den Cheat gemacht. Komm. Nicht drüber fliegen. Ich wollte den Cheat machen. Ich bin einfach übers Ziel drüber geflogen. Au. Okay, gut. Ich mach trotzdem den Cheat. Ich möchte schaffen. Ich möchte den Cheat schaffen. Den extra hochspringen hier, weil sonst stirbt man direkt bei Kontakt. Und ich habe das Ding nochmal in der Hand. Das heißt, ich kann nochmal springen. Und das könnte was werden. Wird es was, Leute? Wird es was? Wird es ein Fettsprung wieder? Schaffen wir. Wow! Ich glaube, du wolltest eher, dass ich hier den Weg nehme. Kann das sein? Ich sehe aber, hier endet es, glaube ich, fast schon. Es ist wirklich nur ein Runterspringen. Was zum Teufel ist da alles noch unten? Da unten ist das Ziel. Okay, tut mir leid, aber ich habe den Cheat gemacht und bin oben ins Ziel gesprungen. Du hast verdammt viele Ziele hier unten gemacht. Tut mir leid, ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit hier in diesem Part und deswegen muss ich mich hier beeilen. Mach ruhig weiter mit solchen Levels und versuch nicht allzu viel reinzuschmeißen von den beweglichen Animationsdingen. Ich versuch's einfach mal. Achtung, was war das jetzt da gerade? Pile up mit Abspackungen. Kapi ab.
Nee, Auto, wieso muss da im Weg sein? Wieso muss da im Weg sein? Okay, gut. Wisst ihr was, was ich in solchen Fällen mache? Wir nehmen einfach den Cheat. Wir nennen ihn nicht mehr alten Opa, wir nennen ihn einfach nur noch den Cheat. Wir nehmen den Cheat und fliegen mit dem Cheat rüber. Und was zum Teufel, wieso lebe ich? Wieso lebe ich? Wieso lebe ich einfach? Was? Was? Okay, der Cheat hat's geschafft. Gut, das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe es einfach mal versucht. Und falls es nicht klappt soll, war da nicht irgendjemand, der gemeint hat, es gibt eh ein Ende? Ich glaube, irgendeinen habe ich übersprungen. Kann das sein? Fette Ladies? Mag dich, hallo? Lebensgeschichte. Survival. Shorty. Okay, anscheinend habe ich irgendwie übersehen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein drittes war, was mir fehlt. Auf jeden Fall nehmen wir noch ein schönes zum Abschluss. Und was nehmen wir? ASDF einfach. Wird es bestimmt irgendwas geben und dann nehmen wir das Schlechteste, was es hier gibt, einfach das oben. Nehmen die fette Lady und machen einfach um. Okay. Großes Fragezeichen. Gut. Mit dem hier kann ich dann wohl einfach mal sagen, danke Leute fürs Zusehen. No! Und ich würde einfach mal sagen, ich würde mich richtig freuen, wenn es mehr Levels gibt. Es hat mich jetzt schon sehr gefreut, und dieses Lebensgeschichte-Ding war richtig geil. Ich helfe dir da, Alter. Da, bitte. Ich habe dir geholfen. Jetzt fahre ich hier durch. Hier drüber. Mach das hier. Dann habe ich hier Ketten, wo ich richtige Probleme habe, weiterzufahren. Alter, das ist ja richtig mühsam. Das ist sicher für den Fahrertyp geeignet, aber nicht für sie. Wieso sind hier überall Ananas-Dinger? Und Melonen. Und den Fettsprung! Oh, sie ist wirklich tot. Also ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss, oder? Auf einer Kette. Aufgespießt vom Glas. Umringt von Früchten. Zwei Abrissbirnen schlagen sich einfach. Und ich danke für das Zusehen von euch Leuten. Und ich hoffe, es wird noch weitere wunderschöne Levels von euch geben. Bis zum nächsten Mal. Bis heute noch. Je nachdem, wo ihr heute noch schaut. Bis später.